Hallo Leute, recht herzlich willkommen auf meinem Kanal As Reiter. Wir sind in Folge Nummer 60 von Oxygen Not Included. Ja, der Mordrak hatte mir geschrieben, ne? Da geht es darum, dass er einmal mit den Ziegeln das gesagt hat. Dann muss ich schauen, dass ich da eine bessere Auswahl treffe. Dann hatte er geschrieben, dass wir ein Sauerstoffproblem haben. Da müssen wir mal gucken, dass wir hier so einen Diffusor noch dazu kriegen. Und ich weiß jetzt gar nicht, was das dritte war. Ich meine, er hätte das dritte auch noch gesagt, aber da müssen wir mal gucken mit der Zeit, ne? Sauerstoff ist klar, das war das mit dem Wärmeziegeln, das war auch klar, ich weiß gar nicht. Vielleicht hat er auch gar nichts mehr gesagt. Ich würde sagen, wir gucken nach dem Intro rein, was da Sache ist, ne? Bis gleich. So, dann wollen wir mal schauen. Pause ist hier, glaube ich, noch drin. Den nehmen wir erstmal raus. Und dann gehen wir hier mal nach den Ziegeln gucken. Den können wir dann ja mal gerade abbrechen. Und schauen da, obwohl, dann können wir die anderen auch eigentlich abbrechen, oder? Ist noch auf Abbrechen? Ich glaube schon. Mach die auch weg. Und die müssen wir jetzt umändern. Isolierte Ziegel. Und dann müssen wir gucken. Ressourceneffekte. Also das sieht schick aus. Das brauchen wir nicht. Magmatit, Überhitzungstemperatur plus und langsam aufheizen. Das ist das, was wir brauchen. Da ist nur Überhitzungstemperatur 15. Thermisch reaktiv, das, ja, ich glaube, das ist irgendwie so, dass die äußere Hülle irgendwie schnell Temperaturen Dingens abgibt. Ob das gut oder schlecht ist, keine Ahnung, weiß ich jetzt nicht. Vielleicht weiß das einer, kann einen Kommentar schreiben, der Mordrak zum Beispiel. Thermisch reaktiv und Überhitzung Temperatur 5. Also ich glaube, wir brauchen dieses Magmatit sinnigerweise dafür. Und das würde ich jetzt mal nehmen. Oh, hat ja wieder gut geklappt, ne? Einfach sitzt nebenher. Gut, dann kümmern wir uns da weiter drum. So, hier läuft es erstmal mit den Puffs. Wir müssen nur gucken, dass die hier unten reinkommen, ne? Warte mal, dann kann ich doch hier eigentlich schon auch... Da müsste ich von oben dran, da kommen da von unten. Da komme ich, ja, das können wir auch so machen. Wunderbar. Oh, der wird gerade schick gemacht. Und da müssen da welche raus, da sind zu viele drin, das ist klar. Jetzt der... Ach, jetzt weiß ich, was das dritte war. Das dritte war die Raumgröße, kann ich hier sehen. 96 Felder, alles klar. Tiere sind 9 drinne. Jetzt ist nur die Frage, wie viel können maximal drinne sein. Gebäude sind 8 drinne. Er sagt auf jeden Fall, er ist eingeengt, ne? Genau. Das war der Punkt, den der Mordrak gesagt hat, der dritte, den ich hatte. Gut, haben wir erledigt. Hier war gerade ein Batteriezeichen dran. Was ist mit unserem Strom los? Ah, das hat der Mordrak, glaube ich, auch gesagt. Oder irgendwer anders, weiß ich jetzt nicht, wer das war. Wenn ich hier drauf gehe, sehe ich... Was hier gerade läuft. Potenzielle Last 600 Watt. Das heißt, wir haben noch 400 offen. Aktuell sind aber auch die 600 Watt drin. Na gut. Und hier potenzielle Last ist 1400. Der ist überlastet sozusagen die Leitung, wenn die voll genutzt wird. Die ist zwar, ja doch, ab und zu sieht man es. Und hier, warum zeige ich das nicht an? Jetzt zeige ich das an. 600 Watt. Okay, das heißt, wir müssen hier mal diese Leitung angucken. Da ist was falsch angeklemmt, auf Deutsch gesagt. Das ist alles hier. Das ist alles zu viel. Siehst du, da blinkt es ja auch schon. Aber bis hier hinten ist da sowas dran, ne? Der Strang ist dafür zu lang. Das würde ich jetzt mal sagen. Wir müssen auf jeden Fall was hier aus dem System rausnehmen. Das bedeutet für mich, wir legen eine Leitung mit Strom. Ne, Kohlegenerator nicht. Wo ist denn jetzt hier Stromleitung? Da. Hier mal runter. Da dran. Und da runter, da dran, würde ich sagen. Dann nehmen wir da schon 180 Watt raus. Ja, ich glaube, wir nehmen auch noch diese Wattzahl da raus. Nehmen wir das auch noch mit. Besser ist es. So, jetzt müssen wir nur gucken, dass das fertig wird. Ich habe natürlich die Prio dafür nicht höher gesetzt. Wäre vielleicht sinnig, weil, ne? Wird ja dann doch schneller fertig. Kabel. Nochmal auf 8. Kabel auch auf 8. So, dann werden die Leitungen da schneller gemacht, hoffe ich. Allerdings müssen wir da mal schauen. Ob wir überhaupt kupfermäßig noch was haben. Da müssten wir hier mal reingucken, ne? Kupfer. Ne, das war falsch rum. Mach da mal 15. Ne, 15. Gut, passt.
Ach ja, hier sieht's auch noch so aus. Dieses Becken hier, das müssen wir auch noch leer kriegen, ne? Das sehe ich jetzt gerade auch noch. Da sollten wir vielleicht mal schauen, dass wir irgendwann hier runtergraben. Und dann können wir hier so graben. Das sind jetzt 12 Kacheln und das müssten zwei weniger sein, 10. Wir können aber sogar hier noch hingehen. Dann können wir hier aufmachen, das Wasser geht da runter, aber wir müssen gucken, wie wir da reinkommen, ne? Müsste man hier rüber jetzt mal kriegen, ne, oder? Vielleicht kann ja hier einer diese Tür mal. Eigentlich müssten wir jetzt hier mal gerade hier oben das zerlegen, oder? Und dann das zerlegen. Nee, das zerlegen wir nicht. Den erstmal zerlegen und dann können wir hier mal Grabegeschichte machen, damit das erstmal wegkommt. Okay, an einigen Stellen kommen die ja hin. Dann kommt der wahrscheinlich auch noch, wenn diese weg sind, kommt der auch noch dahin. Er käme von hier auf da drauf, aber nicht dahin, okay. Das müssen wir mal schauen, wie das möglich ist, dass die da hinkommen. Da machen wir eine Leiter, denke ich mal, hin. Okay, er macht jetzt schon was. Okay, ich glaube, wir machen mal so, dann kann er einen höher gehen, dann kriegt er die alle weg, oder? Ah, dann kriegt er auch den weg, dann passt's doch. Wenn ich das hinmache. Ah, die Tür wird jetzt abgebaut, sehr gut. Den zerlege ich mal beides. Kommt der da hin oder kommt er da nicht hin? Das ist die Frage, ne? Also hier muss ja was gehen. Okay, er macht da ordentlich Krach da schon mal. Dann kriege ich das Wasser da raus. Dieses Wasser soll bleiben, weil der muss ja unter Wasser bleiben, dieser Flüssigkeits, dieser Obsidian. Nee, was war das? Obsidian ist das nicht. Was ist da? Bleichstein und? Bleichstein und Oxylit ist da drin. So hieß das. Okay, das Wasser hier wird langsam alle sein. Das heißt, da müssen wir eine Pumpe bauen, die weiter unten das einholt. Und diese Pumpe müssen wir auch umbauen, ne? Ach, unser Wasservorrat, der ist bald weg. Okay, wir produzieren ja hier sauberes Wasser, ne? Da müssen wir doch mal gucken, wie das da aussieht, mit Wasser. Okay, die Leitung steht voll. Das geht in die Farm, das Wasser. Und dreckiges Wasser ist auch genug da erstmal. Also der Kreislauf funktioniert. Müssen wir schauen, wie wir das hinkriegen, ne? Also die Pumpe müssen wir definitiv da unten irgendwo dann haben. Sanitärpumpe. Das würde dann da gehen, ja. Hier werden wir wohl den Wasserstoff nicht loswerden. Den werden wir irgendwie da mal freilaufen lassen müssen. Die Pumpe kann sogar gebaut werden. Nee, ne, oder? Hier kommt doch keiner runter. Rohrleitung brauchen wir natürlich noch. Ich glaube, da können wir so gehen, oder? Und Strom brauchen wir dann natürlich auch noch. Das müssen wir aber mal gucken. Ja, wenn die Pumpe weg ist, ändert sich ja nichts an dem. Ich drücke hier gerade die falschen Tasten. Wenn die Pumpe weg ist, kriegt die den Strom. Dann müssten wir ja auch kein Problem damit haben, ne? Dann, ja, da waren 600 Watt drauf. Das wäre nicht schlimm. Ich denke mal, wir gehen den gleichen Weg wie bei dem anderen. Passt so. Dann können die das auch bauen. Was war da? Forschung abgeschlossen. Okay, neues Gebäude zur Verfügung. Den Gasherd dann mal fertig. Okay. Zahl in dieser Rechnung. Ah, Zyklus des Jahrhunderts. Okay, wir haben einen 100er Zyklus erreicht. Sehr schön. So, das heißt, wir müssen aber hier schauen, dass wir da Neues machen. Oh, da oben kommt ein Dupe vielleicht rein. Nein, wir nehmen keinen Dupe erstmal. Wir haben letztens eingenommen. So, Forschung angucken. Ja. Nein, nicht rechtsklicken. Hier ist alles fertig jetzt. Bis dahin auch. Das Förderschienensystem ist jetzt nicht Prio 1.
Was haben wir hier? Glaschen wieder. Okay. Bunkerziegel sind jetzt auch nicht die Prio 1. Geotuner. Erhöht die Temperatur und den Ausstoß eines analysierten Geysirs. Ich will aber nicht erhöht, ich will ja kalt haben. Sweep Dock. Ne, Sweepy Docks. Ist ein Staubsauger, ne? Komm, den werden wir erstmal machen. Hier sind diese Benachrichtigungssysteme. Okay, das ist jetzt für mich momentan nicht ersichtlich, wofür das gut ist, aber vielleicht für die Dupes. Strömungsumlenkung, ja, das ist ja zur Entspannung. Da müssen wir auch drüber nachdenken. Erstmal machen wir so, das passt erstmal. Gut, dann gucken wir hier rein. Wähle eine Blaupause. Slickstar ist, glaube ich, für im Ölbad, ne? Haben wir nicht, brauchen wir nicht. Sandsteinpaket. Brauche ich eigentlich auch nicht. Dann gucken wir uns bei den Dupes mal an. Der ist ein Top-Graber, ne? Graben ist ja immer noch da, ne? Das wäre egal. Ist eine Nachteule, also den werde ich doch definitiv nehmen, weil nachts brauchen wir noch jemanden, der arbeitet und wir haben da einen Slot frei und das Bett kriegen wir da oben irgendwo auch noch hin, denke ich mal. Komm, den nehmen wir noch rein. Essen war, ich glaube, hier ist immer noch fast 50.000, ne? 47, wenn ich das da richtig sehe. Komm, Jean ist dabei. Aber da müssen wir hier oben schnell noch ein Bett hinbauen. Das Bett steht da noch nicht, kann da noch nicht hingebaut werden. Möbel, Bett. Wo stelle ich denn das Bett hin? Ach, die schlafen gerade auch alle. Komm, du pennst erst hier. So, zack, auf 9. Aber der macht ja sowieso Nachtschicht, oder? Komm, Zeitplan. Jean kommt dahin, dann passt das schon. Wo ist Jean? Schläft er jetzt irgendwo? Nee, der läuft hier rum, dann passt das ja noch. Der soll mal als erstes sein eigenes Bett da bauen. Okay, aufräumen wäre natürlich auch noch angesagt, ne? Achso, mit Dupes kann man ja auch noch ja, so Aufgaben geben. Das sollten wir dann auch noch machen. Das war natürlich hier. Der Neue, der kann ja auch gleich schon hier. So, schweres Graben ist ein. Ja. Ne, erstmal machst du bessere Tragfähigkeit. So uns hier ein bisschen was aufräumst. Und Prioritäten. Ja, da müssten wir auch mal durchgucken, ne? Das, was Bird am besten kann, ne, das ist hier unterpriorisiert aufräumen. Angreifen kann der und graben kann der. Prio auf Aufräumen ist schon ganz gut. So, jetzt mal schauen hier. Aufräumen, das ist schon okay. Bedienung ist auch okay da. Ja, das. Kriegt er da mal einen, ne? Weil sonst. Ach ne, da haben wir doch schon einen. Elli macht das, wann? Dann braucht er das nicht. Dann können wir das wegnehmen. Hier ist gut und da wollen wir ihn für ausbilden. Das passt dann schon. Travador, der kann sowieso nichts. Das heißt, er kann auch das machen. Hier gibt es noch einen Punkt dazu bei ihm hier für Versorgung, Lagerung. Das ist alles passend. Hier haben wir Joshua. Joshua kann natürlich am besten bauen und sollte diese Prio auch haben, ne? Was hat er die ganze Zeit sonst gemacht, ey? Kriegt er noch als zweiter aufräumen. Das sieht doch alles soweit gut aus. Haben wir schon ewig nicht mehr wahrscheinlich reingeguckt. Deswegen ist das hier auch nicht gemacht, die untere, ne? Okay, das passt aber erstmal. Da sind wir jetzt schon à jour. Hier unten. Wird tatsächlich irgendwie was gebaut schon? Krass. Jetzt ist die Pumpe wahrscheinlich nicht mehr einsatzbereit gleich. Das heißt, wir müssen definitiv sanitär eine Pumpe noch bauen, die hier mit dem Rüssel nach da unten reingeht, oder? Achso, die braucht auch noch zwei Felder dann, ne? Ist auch noch klar, ne?
Da? Nee, dann machen wir sie da hin. Erstmal so. Ich kann das ja vielleicht noch weggraben und dann, weiß ich nicht. Hier müsste auch noch was abgebaut werden und dann kann man auch von da hinten rein, ne? Guck mal, das mal auch noch weg hier. Und den kannst du auch noch wegmachen und der kann sowieso weg. Vielleicht kann der auch noch weg. Jetzt läuft das hoffentlich nach da runter. Das sieht auf jeden Fall hier so aus. Okay, da ist jetzt was zu. Das müssen wir wieder aufgraben. Die Pumpe muss dahin, weil die können wir gleich schon abreißen, weil die nichts mehr pumpt, oder? Vielleicht geht es noch minimal. Lassen wir noch ein bisschen. Hier müssen wir auch noch einen hinmachen, glaube. Wegmachen. Dann geht das Wasser doch da runter, ne? Kann man da oben schon wischen? Ich glaube, da kann man schon wischen, oder? Ja, da ja, aber da nicht. Okay, das wird jetzt mit dem Wasser dann kurzfristig schwieriger. Da muss die Pumpe fertig werden. Okay. Hier unten liegt das Kupfererz. Na, krass. Graben wir hier noch weiter. Das können wir beides ausgraben. Okay, da wurde auch aufgewischt. Okay, hier werden die Leitungen jetzt gerade fertig gemacht. Das ist schon mal gut. Okay, hier wurde gewischt. Jetzt muss hier noch gegraben werden. Dann kann man das dahinter vielleicht auch noch aufwischen, oder? Jetzt wird natürlich der untere zuerst gemacht. Passt schon. Oh, das Wasser plätschert dann doch darunter. Aber das ist jetzt nicht schlimm, ne? Ne, das ist nicht schlimm. Oh, so viel Wasser ist das da oben? Ja, jetzt nicht mitgerechnet. Okay. Dann buddel die mal auch noch weg, ne? So, jetzt ist die Frage, kommt hier einer hoch oder runter? Was ist hier? Achso, da war das der Gasofen fertig. Der Gasofen, irgendwo war doch hier so ein Gasgeysir. Der muss doch hier links irgendwo sein, oder? Da ist er. Okay, das wird natürlich schwierig, da dran zu kommen. Dann müssen wir das Erdgas eigentlich haben. Und wenn wir das Erdgas haben, dann können wir Feuer machen. Okay, hier ist Sauerstoff schlecht. Kann man denn hier rein ohne? Sieht wohl so aus, ne? Okay, hier werden jetzt die isolierten Ziegel tatsächlich schon gemacht. Ach, der zweite Dingens habe ich auch noch nicht angestoßen. Das machen wir jetzt als erstes. Diffusor. Der zweite Diffusor fehlt uns. Wo ist er? Wo muss er hin? Ne, tiefer. Weiter rechts. Da. Hat nicht geklappt. Da, so. Und der braucht Strom, ne? Ne, da, das Kabel. Ach, das war ja. Ach nee, das hatten wir ja schon umgebaut, dass das aus. Ah, das ist auch schon fertig wohl. Warte mal, dann können wir hier auf jeden Fall noch Leitergeschichten ändern. Warte, lass mal das machen und dann auf Zerlegen gehen. Bleibt dann das hier, bleibt dann. Und jetzt zerlegt er wahrscheinlich beides. Jetzt muss ich gucken, ob das funktioniert und was da funktioniert. Wahrscheinlich zerlegt er mir jetzt das Falsche. Genauso ist es. Ich hoffe, das geht jetzt richtig. Strom ist da. Okay. Prio 9. Ah, ist schon wieder heile, okay. Das ist jetzt tatsächlich weg, ne? Ja, okay. Das heißt, wir brauchen doch noch Leitungen jetzt hier. Und da natürlich auch. Machen die das jetzt auch? So, jetzt müssen wir gerade mal hier gucken, wie viel haben die denn jetzt? Potenzielle Last 600 Watt. 600 Watt? 600 Watt. Okay, die sind noch nicht angeschlossen, deswegen sehe ich das noch nicht.
Jetzt passt's aber, ne? Wird doch angeschlossen, hoffentlich. Irgendwer muss es nur bauen. Materialien sind schon zugefügt. Da steht jetzt wieder kein Strom, ne? Warum ist jetzt kein Strom da? Die blitzen schon mal alle. Batterie ist hier leer. Das heißt, wir haben zu wenig Strom. Haben wir nicht irgendwo anders noch einen Strom? War nicht hier oben noch sowas? Ja, die Batterie ist aber voll. Ich denke mal, wir werden hier noch einen zweiten Stromkreis aufbauen müssen. Nochmal so ein Teil dahin. So. Strom fließt da rein. Das heißt, wir müssen auch noch Stromleitungen haben. Ist diese Leitung nicht zu klein dafür? Naja, schauen wir mal. Hier könnte ich das erweitern, ne? Hier ist auch eine Leitung, die nicht angeschlossen ist. Müssen wir gucken, weiß ich jetzt noch nicht so ganz, ne? Aber ich sehe schon, die Zeit ist auch schon wieder fortgeschritten. Wie weit sind wir denn hier? Okay, da sind die Ziegel einigermaßen. Prio hier ist jetzt nicht so hoch, aber wir müssten definitiv, das machen wir jetzt noch gerade, mal die Basis aufräumen, ne? Erstmal hier, wo wir so vor allem durch die Gegend tanzen. Mit unseren Dupes, weil die da auch pennen und so. Okay, und dann gibt es natürlich hier wieder Kupfererz. Warte mal, das können wir hier unten aber gleich verarbeiten lassen. 20 machen wir mal. Und da haben die was zum Aufräumen erstmal, ne? Kupfererz. Überall liegt Kupfererz. Da ist Goldamargan. Warte mal, dann machen wir hier doch noch einen für... Nee, das nicht. Veredelte Metalle. Achso, das ist Kupfer. Ja komm, das kann da rein. Ist das verbrauchbare Metalle? Nee. Wo finde ich denn jetzt die Erze? Rohmaterialien, ne? Nein, da waren wir doch gerade. Hä? Verschiedenes? Nein. Ah, Metallerz, da ist es doch. Das da rein. Und da, ach komm, kann alles rein. So, dann haben die alle was zu tun. Nachtschicht haben wir ausgewählt. Essen, kann man da noch was machen? Nein, da gibt es nichts. Die müssen da irgendwann durchhuschen, damit es da weniger werden. Kriegen wir aber, denke ich, mal hin. Ich sag mal erstmal recht herzlichen Dank fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch keine Abo habt, macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch. Macht euch die Glocke an, kriegt damit, wer das nächste Video hochlade. Gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.